Wie es kommt, dass Reis so kleine Körner hat. In alter Zeit brauchten die Menschen noch keinen Reis zu pflanzen. Niemand musste seine Zeit verlieren mit Ernte und Einbringen des Kornes. Wenn die Zeit gekommen war und der Reis war reif, dann fügten sich die Körner von selbst zusammen zu großen Bällen und Kugeln. Ganz allein rollten sie sich in die Scheunen. So geschah es jedes Jahr von Neuem, und die Menschen lebten in Muße glücklich dahin. Einmal lebte im Dorf eine Witwe. Sie war von unstetem, sprunghaftem Wesen. Eines Tages in der Jahreszeit der Reife, als sich die Reiskugeln wie gewöhnlich anschickten, in die Scheunen zu rollen, eilte sie aus ihrer Hütte heraus und öffnete die Tore ihrer Vorratshauses. Dann wartete sie auf ihren Reis. Die Kugeln und Bälle kamen auch pünktlich herbeigerollt, und im Handumdrehen war das Vorratshaus gefüllt. Als die Frau das sah, wurde sie übermütig und öffnete schnell noch einen alten Schuppen im Hof, denn sie wollte in ihrer Habgier mehr besitzen, als sie bedurfte. In ihrer Aufregung gab sie nicht Acht auf ihre Füße. So stieß sie an die rollenden Kugeln, und von dem Zusammenprall zerfielen sie in Körnchen und blieben über den Boden gestreut liegen. So kam es, dass die heilige Mutter des Reises aufhörte, den Reis wie bisher in Kugeln vom Feld in die Hütten zu senden. Aus Mitleid mit den Menschen wollte sie ihnen den Reis nicht ganz entziehen und erlaubte, dass der Reis von nun an gepflanzt, gemäht, in die Scheunen gebracht und gedroschen wurde durch die Menschenarbeit. So ist es bis heute geblieben. Dies alles verdanken wir jener Witwe. Wenn sie nicht gewesen wäre, müssten wir Menschen nicht um den Reis so viele Schmerzen erdulden. Dann käme der Reis noch immer in Kugeln so groß wie Kürbisse zu uns.